Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Minecraft Softcore. Ich habe ja zuletzt in der letzten Episode gezeigt, dass ich hier jetzt dem alten Stützpunkt auf Wiedersehen gesagt habe und mich dann zum neuen begeben. Und das bedeutet, ich werde dir jetzt einmal mal zeigen, wo ich jetzt gebaut habe, beziehungsweise wie weit ich jetzt gebaut habe. Denn das Ergebnis ist folgendes. Ja, schon relativ beeindruckend, finde ich. Alles aus tiefem Schiefer gebaut. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, wie ich das nennen soll. Das ist übrigens nur der Sockel des eigentlichen Turms, der noch ein bisschen weitergehen wird. Ich glaube, das war, wenn ich den Bauplan richtig im Kopf habe, so 6 Stockwerke. Und ja, das waren rund 5 oder 6 Dutzend Stapel von Tiefenschiefer. Aber zuerst, du hast ja gesehen, wie ich zuletzt in der letzten Episode erst einmal mich hier beigemacht habe, etwas abzubauen. Ich musste ordentlich Gestein abbauen, einfach mal so, damit hier alles halbwegs auf einer geraden Fläche ist. 50% des Baugrundes sind normal gewesen, die anderen 50 musste ich hier soweit erhöhen mit Bruchstein. Nicht gerade einfach und nicht gerade schön. Aber wie heißt es doch so schön? Wie heißt es doch so schön? Bei mir wird geklotzt und nicht gekleckert. Auf jeden Fall bin ich schon mal sehr froh, dass ich hier jetzt endlich den Sockel fertig habe. Und da ich natürlich jeden Platz nutze, den ich habe, deshalb werde ich dir jetzt zeigen, was ich in meinem letzten Objekt nicht geschafft habe. Nämlich hier eine konstante Nahrungserzeugung herzustellen. Tada! Hier etwas Weizen, Kartoffeln, Mohrrüben und hier weiß ich noch nicht, was ich anpflanzen soll. Ich weiß ja nicht, was rote Beete für einen Sinn macht. Eigentlich keinen. Deshalb vielleicht, je nachdem wie lange Softcore geht, werde ich hier etwas anderes anpflanzen. Aber das ist nicht so wichtig. Hier auf jeden Fall wollte ich noch ein Lager hinbauen. Ein Lager herrichten. Und vielleicht werde ich hier... Gute Idee, vielleicht mache ich das. Zack und Doppelzack. So zum Beispiel. Ich glaube, das ist besser. Zack, zack und Doppelzack. Und dann werde ich mir mal ein paar Stufen herstellen. Leitern. Hier ist mein Bett. Und der beste Freund. Öfen und Werkbank. Man stelle sich vor, wie nervig es wäre, wenn die Werkbank kaputt gehen würde. Wenn wir schon mal dabei sind. Zack und zack. Weil momentan fällt mir nichts anderes ein, wie ich hier denn gescheit... Sehr witzig, haha. Das wird ja auch Zeit. Okay. Gut. Oder nicht gut? Oder vielleicht werde ich hier auf jeden Fall eine Klappe hinbauen und... Ja, ich glaube, das mache ich. Hier eine Falltür, damit ich immer schön entscheiden kann, wo es hier lang geht. Auf jeden Fall, das hier war erstmal alles, was ich hier zeigen wollte. Das unterste Stockwerk meines Kellers. Dann, erstmal weg damit, dann zeige ich dir noch das zweite Kellergeschoss.
Und wie man hier schon sehen kann, werde ich hier oben die Decke auch zumachen. Jawohl, dieses Stockwerk hier wird etwas größer sein. Aber auch nur etwas größer, was die Deckenhöhe angeht. Und ich werde es folgendermaßen planen. Hier kommen Kürbisse hin und hier in der unveränderten Fläche Wassermelonen. Ich muss nur sehen, wie ich das mit der Platzeinteilung hinkriege. Und mit der Bewässerung. Auf jeden Fall, hier ist das Wasser drunter und hier sieht man, wie das Zuckerrohr geplant ist. Das wird übrigens hier die Hälfte einnehmen. Falls ich dann mal einen Dorfbewohner hier in der Nähe habe, versuche ich einfach mal mit denen irgendwie dazu zu bewegen, dass ich... Na, wie heißt das doch so schön? Dass ich Reparatur kriege. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich... Nee, passt so. Ich dachte schon, ich hätte mich vertan. Aber ich glaube ich auch. Naja, ist auch nicht so wichtig. Wie auch immer. Jetzt sehen wir uns nochmal den Turm von außen an. Und damit ich zeigen kann, wie das so weit geklappt hat. Mit der Rauf- und Runterkletterei wollte ich sagen. Weil Minecraft Softcore funktioniert ja immer noch nach den regulären Survival-Regeln. Ich kann also nicht in Kreativ bauen und muss mich nach den normalen Bauregeln richten. Und ich habe mich hier schon etwas Beleuchtung hingesetzt. Und die Tür da kommt übrigens weg. Wenn ich dann mit dem normalen Eingang fertig bin, da überlege ich ja noch, ob ich den wie im Bauplan geplanten großen Treppe baue, von da oben bis hier runter, oder ob ich hier nicht einfach an der Seite einen Aufzug hinsetze. Oder ob ich intern einen Aufzug baue. Aber ich muss dann trotzdem irgendwie rauskommen, rauf und runter. Gute Frage. Nächste Frage. Auf jeden Fall, hier bin ich momentan noch am Wasser spielen. Aber lassen wir das. Hier sieht man dann noch schön, wie dann das Zuckerrohr fällt. Und das wird sich natürlich noch etwas weiter hier nach oben erstrecken, bis zum ersten echten Stockwerk. Und ja, wir werden ja... Ah, stimmt. Habe ich ja fast vergessen. Fertig. Vielleicht finde ich noch übrigens andere Pflanzen, die ich noch unten im letzten Viertel anpflanzen kann. Aber wie auch immer. Ab nach unten, Thumbnail aufnehmen und dann hat sich das. Na also, es geht doch. Und damit hauen wir mich ins Bett. Und wenn ich mich gleichzeitig ins Bett haue, kann ich sagen, ab in die Endkarte.